Hallo, liebe Leute, willkommen zurück zu Pixelmon. Letztes Mal haben wir die guten Rosse gefangen, namens Polaros und Phantoros. Und dazu auch noch Koronospa und die beiden vereint, nämlich Schimmel und Rappenreiter. Und ich habe mir nochmal Polaros und Phantoros nochmal gefangen. Und auch nochmal ein Koronospa, dass wir quasi wieder jede Form einmal haben. Und heute werden wir die 8. Generation fortführen, indem wir Dakuma fangen werden. Aka Kupfu im Englischen. Und dazu müssen wir uns erneut in einen Roofed Forest begeben, also Dark Forest. Und das Ganze im Nachmittag. Also da, wo wir eine Cosma auch gefangen haben, oder Darkrai bei Nacht. Hast Darkrai auch? Auf jeden Fall eine Cosma. Und da werden wir uns 3 wieder fangen von, damit wir wieder alle Formen haben. Also einmal die normale Dakuma-Form. Und die beiden Entwicklungen, Wulauso und, ja, Wulauso. Wulauso und Wulauso. Und zwar in der im fließenden Stil und im fokussierten Stil. Heißt, die Unlichtform und die Wasserform, also Kampfunlicht, Kampfwasser. Und dazu können wir wieder einen Befehl eingeben, und zwar BOP TP Biome 29 ist Dark Forest. Ja, wären wir auch schon. Weiß nicht, was genau mit Nachmittag wieder gemeint ist. Ob das jetzt wieder Sonnenuntergang ist. Oder wirklich irgendwie gegen Sonnenuntergang. Aber das werden wir gleich herausfinden. Ihr seht oben rechts unter der Minimap Roofed Forest, das ist das gesuchte Biom. Und dann würde ich sagen, warten wir doch mal ab, bis eins spawnt. Jo, da haben wir doch eins direkt vor uns. Ich bin mal in einen Bambus-Forest gewechselt. Oh, da will es auch uns direkt attackieren. Kann ich jetzt hier noch... Ja, genau, der Befehl ist BOP TP Biome 44. Für den Bamboo Forest, das spawns auch. Fand ich irgendwie ein bisschen passender. Und ein hartes Abra vorne, denn wir wollen immer ein hartes Wesen haben bei beiden Stilen. Und bei Kupfu bzw. Dakuma ist es eigentlich egal, aber bei beiden Wulauso-Formen ist ein hartes Wesen gewünscht. Und deshalb haben wir das Abra vorne und wir probieren es direkt mal mit einem Blottball, was klappen könnte, denn es ist nur Level 15, was erfreulich ist. Nee, leider nicht. Aber ich hoffe, es ist trotzdem ja, leichter zu fangen. Dadurch, dass es nur Level 15 ist, aber ich schätze mal, dass es das nicht ist, weil es ja bei Typ 0 zum Beispiel auch so war, dass es trotzdem nicht einfach war, das zu fangen. Aber schauen wir mal. Wir gehen in Queen N. Gehen auf den Trugschlag. Jawohl. Und dann gehen wir auch direkt raus auf das gute Kayako. Ja, Mr. Wie hieß er denn? Leon Mine? Oder nur Leon Mine? Das Hutsasa habe ich wieder rausgepackt, weil das hat irgendwie, die Attacken waren irgendwie, sind irgendwie kaputt. Ich kann die nicht einsetzen. Ich habe das mal mit dem Editor, man hat ja im Creative Mode so einen Pokémon-Editor, so einen Zauberstab, wo man die frei editieren kann, habe ich es mal auf Level 1 gesetzt, habe mir dann Sonderbonbons geschnappt und habe das auf Level 100 wieder hochgepusht und dabei die Attacken quasi erlernt. Ging auch nicht, also Synthese ist gesperrt, Pilzspore ist gesperrt, kann man irgendwie nicht einsetzen. Also sehr komisch das Ganze, weiß ich nicht. Würde mich immer noch freuen, wenn
mich da einer aufklären könnte. Vielleicht ist es ja auch demnächst dann schon gepatcht. Ich weiß es nicht. Gut, aber ich versuche das hier mal zu fangen. Jawohl, das hat geklappt beim zweiten Ball. Beim ersten hat es auch schon fast geklappt. Also die Catchrate scheint da gnädig zu sein. Schauen wir doch mal. Haben wir das harte Wesen getroffen? Jawohl, wir haben das harte Wesen getroffen. Sogar Größe groß. Das fängt doch perfekt an. Dann gehe ich direkt mal schlafen. Gehe direkt mal schlafen. Und warte wieder auf den Nachmittag. Also es ist wirklich Nachmittag. Und nicht irgendwie Sunset, also Sonnenuntergang, sondern es ist wirklich mitten am Tage. Dass ihr da Bescheid wisst, das haben sie diesmal gut umgesetzt. Also scheint das Wiki jetzt auch mal wirklich aktuell zu sein. Und das, was da steht an Spawnings, das passt auch soweit. Gut, ja, dann warten wir mal auf das nächste. So, dann haben wir auch schon das nächste. Oh, das ist aber klein. Nein. Jawoll! Da haben wir auch Nummer 2 am Stissel. Und wir gehen weiter zu Nummer 3. There we go. Number 3. Da haben wir's. Okay. Und es geht wieder los. Toll. Damit haben wir auch die Nummer 3 am Start. Und ich würde sagen, wir schauen mal. Da haben wir die 3 Kandidaten. Riesig, hart. Oh, das ist schön. Das war wahrscheinlich das zweite. Dann haben wir groß, hart. Sehr schön. Und das dritte ist auch hart, aber klein. Perfekt. Klein, groß, riesig. Dann ist das hier unser Kandidat. Das war so in der Box behalten. Das können wir hier schon mal platzieren. Ich habe hier extra eine neue Box gemacht, weil das hier ein bisschen knapp war mit der 7. Generation. Dann platzieren wir das da. Und die anderen beiden, die nehmen wir jetzt. Und nehmen die zu einmal dem Tower of Darkness und dem Tower of Water. Die befinden sich, da habe ich mir schon gefunden und habe mir schon Punkte gemacht. Gehen wir mal als erstes zum Tower of Water. Und dieser einer spawnt an folgenden Plätzen. So, Tower of Water spawns rarely on beaches and in the cold beach biome. Also an Stränden, an normalen Stränden und an kalten Stränden. Da kann ein Tower of Water spawnen. Und Tower of Darkness, dass wir das auch gleich haben. Der Tower of Darkness ist beheimatet an Stone Beaches und an Gravel Beaches. Also an Stein und an Gravelstränden, also Kiessenden, Senden, Stränden. Hier haben wir ein legendäres Lamus als Boss. Ja, und da gehen wir jetzt mal rein. Oh, Blackmon, ist das dein Ernst? Vielleicht sollten wir die nicht vorne haben. So. Da gehen wir jetzt mal rein und schauen uns das Ganze an. Denn da müssen wir eine Rolle haben. Was haben wir hier? Okay, weißer Teppich. Brauchen wir jetzt nicht. Lass ich einfach mal drin. Ich schätze mal, ganz oben befindet sich die Schriftrolle, die wir brauchen für die Entwicklung zur Unlichtkampfform von Vulaosu. Wir haben einen Attackenhelfer, okay. Was haben wir hier? Da ist nichts drin. Fokusband. Stock mit Rückstoß, okay. Unlichtjuwel. Leere Karte. Stock mit Rückstoß. Wo ist die Schriftrolle?
Das ist hier die Frage. Ah, okay, das hier soll die Schriftrolle sein. Okay, dann schauen wir mal. Also das Unlichtkampf ist auf jeden Fall das stärkere, bessere. Das heißt, wir nehmen das riesige und das raus und machen dann Rechtsklick drauf. Aha, da haben wir das gute Stück. Das Ushifu Vola Osu. Wicked Blow, also da auch noch keine Übersetzung. Machen wir Ausdauer weg. Das sieht doch cool aus. Ach, guckt ihn euch an. Richtiger Killer. Jawohl. Nice. Ja, damit haben wir das erste. Und dann schnappen wir uns doch das zweite. Gehen zum Tower of Water. Und da haben wir die nächste Schriftrolle. Sieht irgendwie gleich aus, oder bilde ich mir das nur ein? Ein anderes Zeichen drauf? Ich weiß es nicht, aber wir schauen. Sieht irgendwie gleich aus. Nee. Das ist das Wasser. Perfekt. Ja, nice. Geil gemacht. Searching Strikes am Start. Und damit... Ja, stimmt. Er bewegt sich auch anders. Nee, es ist genau... Wenn man sich das anguckt, die Haltung ist ganz anders. Ne, er bewegt sich hier auch mehr. Weil es halt die fließende Form ist, ne? Ja, ja. Gut, dann packen wir die beiden ein. Und gehen nach Hause. Und... Damit, liebe Leute, haben wir beide Vola Osus am Start. Was steht denn da drunter? Kupfu, diese Cloud Watcher. Okay. Einmal die Unlichtform und einmal die Wasserkampfform. Ja, nice, liebe Leute. Ich würde sagen, für heute soll es das erstmal wieder gewesen sein. Diesmal eine etwas kürzere Folge. Es stehen noch aus die Regis, also Regideki und Regidrago, also die Elektro- und die Drachenform von einem Regi. Da muss ich allerdings erst gucken, wie das funktioniert, weil da steht zum Beispiel im End und Man-Made, was auch immer das heißen mag. Das heißt, es wird wohl irgendwie gecraftet, also so wie ein Eisengolem zum Beispiel im normalen Minecraft, den kann man ja auch craften, oder ein Schneemann. Ich schätze mal, so geht das irgendwie vonstatten. Schätze ich mal, dass es das ist. Ja, und bei den Galar-Vögeln, also Galar-Zapdos, Arctos, Lavados, da muss man eine Quest annehmen, eine legendäre, die es ja nur in den Dörfern gibt, soweit ich weiß. Da muss ich dann auch nochmal schauen, wo man die bekommt, genau. Aber das werden wir alles dann beim nächsten Mal schauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, ein wunderschönes Wochenende und bis zum nächsten Mal. Tschüss.